Nadine ist tot. Oh, hoffentlich. Frische Luft. Perry Air. Guck mal, das schöne Zwitschern der Vögel. Ah ja. Da ist es. Riecht seltsam da drin. Wir brauchen eine Axt. Dann bauen wir uns eine Axt. Hm. Och nö. Wieso das denn jetzt? Oh, was zur Hölle? Das ist unfair. Das ist die schwersten Rätsel nur für die Besten. Ja. Genau falsch rum. Upsala. Scheiße. Nein. Wie kriege ich das jetzt wieder zurück? Keine Ahnung. Hm. Der mittlere und innere Teil bedeckt anscheinend den äußeren Ring. Easy peasy. Schön, dich zu sehen, Shiva. Nadine. Also, bringen wir es hinter uns. Nein. Jawohl. Nadine. Oh, shit. Mensch, wer baut denn da so ein Schund? Das ist gefährlich. Verletzt? Nur meine Würde. Und gleich küssen sie sich. Bitte nicht. Das hätten wir. Ein Schwarzer und ein Spinner sind immer die Gewinner, ne? Da wieder mit seinen Sprüchen um die Ecke. Ja, natürlich. Immer noch kein Feuer, damit immer noch Wasser. Drei. Weißt du, du bist ziemlich gut als Schatzjägerin. Ich lerne schnell. Hm. Eine Frage noch. Ich schätze, du könntest so ziemlich alles tun, was du willst. Warum willst du Schorlein unbedingt zurück? Ernsthaft? Hm. Mein Partner hetzt meine Männer gegen mich auf. Mein Lieutenant verschwindet mit dem Kopfgeld. Nathan und Samuel Drake kommen ungeschoren davon und du fragst, wieso ich Shoreline zurück will? Ja. Ja. Ich hatte die Verantwortung. Es war meine Verantwortung. Okay, womit spielst du da eigentlich ständig herum? Mein Anti-Stress-Spielzeug. Fidget Spinner. War nach dem Umzug nach Australien plötzlich in der Post. Okay, wir gehen besser weiter. Nicht, dass Asaf uns noch überholt. Weißt du, ich hab's auch schon ein paar Mal verbockt. Dann muss man aufstehen und weitermachen. Ich verliere nicht gerne. Das mag niemand, Schätzchen. Gehen wir zurück zum Wagen. So ganz offensichtlich ist der Rest von diesen Scheiben ein Nebenquest. Weil die ist ja wohl ganz eindeutig da oben links dieses Vor. Es ist auf jeden Fall sehr deutlich markiert. Es geht da scheinbar weiter. Stimmst du mir zu, ja? Erstmal schon, bis du falsch liegst. Ist aber nett von dir. Ja. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht die gleichen. Vor allem, wo man sich die Beine bricht. Nein, nein, nein! Ganz genau so. Darauf trinke ich einen Schluck Coca-Cola, um mal ein bisschen Werbung zu betreiben. Toll, jetzt müssen wir wieder Dauerwerbesendung einblenden. Das ist doch nur dafür da, damit Google weiß, wann welche Werbung gespielt wird. Always Gnome Cola. Ein Glas Cola am Tag bedeutet Freiheit für die Welt. Ja, das reimt sich gut. Ich hätte dir noch sehr viel andere Übersetzungen geben können, aber ich dachte mir, es ist vielleicht nicht. Falls du dich noch irgendwo umschauen willst. Solltest du das jetzt? Das kann ja jeder sagen. Ich kann es auch immer noch sagen, aber es
Nein, lass es lieber. Das kann nur nach hinten losgehen. Ich denke mal, auch. Ich finde, du könntest mal wieder ein bisschen ballern. Harter Ruf, die diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Das stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. War der lustig? Okay. Oh, leg mich nicht mit Ross an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Ist aber günstig gewachsen. Ja, ich dachte auch so, ne? Ich fahre einfach mal. Ja, das sieht auch richtig aus. Was tust du? Vor zurück. Ja, so wird das in 2 Stunden dann klappen. Safari noch machen? Au, tat das weh. Eine Safari steht eigentlich auch noch auf der Agenda. Aber da habe ich keine Zeit mehr zu. Du bist ja auch schon 70. Kommst du? Ja. Ich bin direkt hinter dir. Wir sind doch die Rentner-Gamer. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Nee. Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Drehen wir erstmal wieder am Rad, ne? Ja, muss man wieder die richtige Reihenfolge hinbekommen. Frechheit. Dancing in the moonlight. Was zum Teufel? Oder auch nicht. Ich dachte, das dreht sich wieder ein separat. Oder es geht einfach auf. So gefällt mir das. Oh. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das neblig ist es da. Bereit? So, und jetzt sind wir wieder an dem Zeitpunkt angekommen, wo ich sage, jetzt wird's unlogisch. Genießt nur den Augen. Wieso? Da garantiert kommen gleich Gegner und die können da eigentlich gar nicht sein. Weil die kommen von hinten. Ich schieß dir gleich sonst vorhin. Muss doch einfach. Oh, das geht doch noch zu. Jetzt können sie auch nicht mehr von hinten kommen. Ich wollte gerade sagen, ne? Also jetzt. Wobei, doch können sie, weil sie können einfach an dem Rad drehen. Das heißt, führen immer mehrere Wege nach. Willkommen im Stadtkern von Halle eigentlich. War der lustig. Frisst das Stück Papier, du. Spektakulär. Erstmal strecken. Ausziehen. Ausziehen. Tut mir leid. Was? Mbap. Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Ein Darm? Damm. Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Ha ha.
Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, er ist tot. Nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebeet? Ja. Komm. Auf geht's. Die große Schlacht. Na, das ist doch dein Kapitel. Das ist wirklich. Jo! Was alles dafür benötigt wurde. Die Handwerker, die Baumeister. Ja, ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind. Ich freue mich so sehr, dass ich hier durchspringe jetzt. Das finde ich super. Das macht das Ganze gleich viel attraktiver. Sieht aus wie ein Pferd. Sie spielt schon ein bisschen seltsam. Aber sie kann ja nicht alles können. Hm. Da hinten ist was. Ich habe die Treppe nach unten gefunden. Siehst du? Sowieso scheißegal, wir haben 500 Milliarden Schätze vergessen. Ja, das holst du ja nacheinander nach. Du machst ja dann nochmal eine Special-Folge, so eine 3-stündige, wo du alles einsammelst. Ja, sehr gerne. Für meine Fans tue ich alles. Hast du den Helikopter? Jetzt ja, fragst sehr du. Gerne. Jetzt fragst für meine Fans tue ich alles. Ich durfte auch nicht fragen. Hast du zugehört? Nö. Toll. Ich habe ja gerade gesagt, was ich für meine Fans alles tue. Nichts. Denkst immer nur an dich. Da wollte ich gerade eine elegante Rolle runter und sie hält sich fest. Wir können rüberschwingen. Ja, ich weiß. Das habe ich auch schon gesehen. Hast du nicht. Okay. Bereit? Du zuerst. Ja. Geronimo! Ja. Juhu! Das ist ja nicht so schön muss, aber. Das macht doch Spaß. Ich lass mich mal los. Ja, doch. Ja, da muss ich nicht hin. Ja, ja. Fratzia! Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Danke. Ja, hallo. Konnichiwa. Dann sind wir Spastis. Nochmal, jetzt loslassen. Wo muss ich denn hin? Hüpp! Hopp! Da keine ist doch. Einer, doch, da war's. Nach rechts, Bärdach. Da. Ja, und jetzt! Einen hast du noch. Ja. Und jetzt. Schon wieder tot. Manche Leute können's und manche heißen CJ. Brauchst gar nicht so blöd zu gucken. Nach links. Warum machst du das nicht sofort? Als erstes. Leck mich. Leck mich. Hier ist sogar die obere Schale erreicht. Ich glaube, gleich wird geballert. Okay. Klar. Jetzt such einen Weg hoch. Fall dir gleich ein. Foto! Recht freundlich. Oh, schön. Handy. Nee. Möchtest du nicht mal wieder in den Tod springen? Wollte ich gerade, aber ich dachte, nee. Jetzt nicht. Immer hältst du dich da fest. What are you doing? Willst du schon wieder springen? I really don't know. Vielleicht war das ja richtig. Vielleicht aber auch nicht. Wenn du mir hin und her rennst, kann ich sowieso nicht richtig gucken. Oh! Jetzt ist es wieder passiert. Jetzt hat er wieder Flecken in der Hose. Falsch. Du weißt schon, dass ich dich hasse, ne? Deswegen lädst du mich ja immer wieder ein. Manche stehen halt auf Schmerzen. Ja, eigentlich stehe ich nur auf Waschen. Waschen? Ja, wegen dir bekomme ich immer wieder Flecken. Guck mal, du bist da unten. Da komme ich doch gerade her. Das ist doch gelogen. Da ist die zweite Schale. Und dann mich da rein. Die scheiß zweite Schale. Ja, dann schwingen.
Ja, wohin denn? Ja, nach Hause. Nee. Oh, jetzt bin ich so weit weg. Steht mich ja nur noch die Hälfte. Ist doch gar nicht so schlimm eigentlich. Da! Hab ich's nicht gesagt. Nee. Ja. Oh, Junge. Ich warte, bis ich wieder fast nach unten gefallen bin. Dann drücke ich wieder. Voll geil. Komm, jetzt springen wir mal. Mann, ey. Muss ich am Seil springen. Hast gesehen, ne? Wie geil ich das gemacht habe. Da trinke ich erstmal wieder ein Glas Coca-Cola. Always Coca-Cola. Verzeihung. Den Jingle haben wir auch gerade komponiert. Nee, den hat eigentlich Alan Mania komponiert, aber... Das musst du doch nicht jedem verraten. Ulje Gaming. Da muss das manchmal überzeugend verkaufen. Da fällt mir fast nicht so ein. Kann man mal machen. Nö. Doch. Nö. So gesehen. Nö. Kannst du es mal zeigen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab gerade weggeguckt. Ja. Da. Na, das sah glaube ich eben anders aus. Ich glaube, da bist du erst aufgekommen. Also es hörte sich so an, als ob du erst aufgekommen bist, noch gelebt hast und stimmt, dann bist du abgestürzt. Stimmt. Ich bin von hier oben gesprungen. Da bin ich da aufgekommen. Und jetzt geht's runter. Ja. So das sah gut so aus, hat ja. Sich, so hat es sich auch angehört, ne? Gehabt. So, und jetzt bitte richtig. Ja. Nein. Ich drehe mich jetzt so lange, bis jetzt. Du ja sagst. Komm, hier lang. Siehste. Ist das auch sicher? Das machst du nicht immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das nicht ist. Easy. Es ist übrigens definitiv. Warum müssen wir auch immer vorgehen? Habe ich gesehen. Ach, meinst du? Du hier wieder hoch? Nein. Ja, nein. Ich hol dich ein. Falsch. Jetzt geht das wieder hoch. Hoch, runter, hoch, runter. Oh, der knatscht. Ui. Nate macht das eleganter. Findest du? Ja. Ich finde nicht. Ich hab dich. Toll, sie ist schon oben. Okay, pack das. Nimm einfach meine Hilfe ein. Nimm einfach meinen Hintern? Hilfe. Komm hoch. So. Du bitte gesagt. Wir auch mal ihre Muckis zeigen. Du meintest doch, Ganesha wäre der Entferner der Hindernisse. Er stellt dir aber nicht den Weg, wenn es notwendig wird. Haben die Häuser leider Redelaune. Er wird auch der Wohltaten schenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Es ist gut. Zählt sie da irgendwas oder was?